als internationalistische Frauen und nicht-binäre Menschen, die in den Reihen der Frauen-Selbstverteidigungseinheit GPG in Rojava und Nordostsyrien kämpfen, folgen wir nicht mehr der kapitalistischen Logik, weder der kapitalistischen Logik noch der patriarchalen Idee, Völker zu entfremden, Menschen voneinander zu trennen und sie zu vereinzeln. Es ist unsere tiefste Überzeugung, dass wir unser Geschlecht, die Menschheit und die gesamte Welt nur befreien werden, wenn wir Schulter an Schulter kämpfen. Wo ist denn die Gleichberechtigung, die wir seit 70 Jahren haben sollen? Ob wir eine Schwangerschaft fortführen möchten oder nicht, können wir hervorragend selber entscheiden. Wir können die Folgen bedenken, die Weite der Entscheidung einschätzen und sogar verantwortungsvoll handeln, ganz alleine. Gleichberechtigung in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung heißt daher für uns: Schluss mit der Kriminalisierung durch das Strafgesetzbuch. Schluss mit der Tabuisierung durch das gezielte Beschränken von Informationen. Schluss mit der Stigmatisierung durch Zwangsberatung und das Betteln um Finanzierungshilfen. Stattdessen Transparenz und Sicherheit für Ärztinnen und PatientInnen. Es ist Zeit, § 219a im Jahr 2019 abzuschaffen. Und es ist Zeit, § 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Respekt und Würde sind für uns nicht verhandelbar. Unser Name ist in Leute jetzt machen. Seht los! Seht leer! Dann werd ich umgebracht. Doch reagierst du immer so extrem. Ich weiß nicht, finde ich das schön oder unangenehm? Als ich fragte, bleibst du hier, bist du nach Hause gegangen? Wenn ich sage, lass mich los, werd ich's noch besser machen. Doch reagierst du immer so extrem. Finde ich das schön oder ungefähr? Ja, du reagierst immer so extrem. Finde ich das schön? Ich weiß nicht, wenn ich dich nie wieder.